Mark Faber hat in einem seiner besonders interessanten Interviews einmal den Satz gesagt, the dollar is confetti, und meinte damit, dass der Dollar eigentlich perspektivisch wertlos werden würde. Aber das ist wohl eher nicht der Fall. Jetzt ist der Dollar King, und er ist vor allem durch seine Stärke das Symbol einer jetzt endenden Ära des billigen Geldes. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Dollarstärke heißt, dass diejenigen ein Problem haben, die in Dollar verschuldet sind einerseits, und vor allem diejenigen, die in irgendeiner Form gegen den Dollar gewettet haben, und das sind auch nicht so wenige, aber es ist vor allem die Erwartung, dass die Dinge sich jetzt ändern, dass eben die ultralaxe Geldpolitik in ihr Gegenteil verkehrt werden. Wir sehen bei den Fed Fund Futures in den USA inzwischen, dass die Wahrscheinlichkeit für 4 Zinsanhebungen in 2018 inzwischen bei über 50% liegt, gesehen wird, eingepreist wird, wie auch immer. Und genau das ist jetzt das Thema. Der Dollar wird stärker, die US-Renditen steigen. Wir haben heute die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 3,05% gesehen und damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2011. Und jetzt ist die Frage, gehen die Renditen weiter nach oben? Wird Geld damit weiter teurer? Und wir dürfen ja nicht vergessen, die gesamte Aktienmarktparty seit der Finanzkrise, die basierte auf Nullzinspolitik, billigen Dollars, die sind dann entweder direkt in die Aktienmärkte gewandert oder in Länder wie die Türkei, wo man da praktisch den Leuten einen wunderbaren Konsum auf Pump ermöglicht hat. Die Türken sind hochgradig in Dollar vor allem verschuldet, wie so viele andere in Emerging Markets Ländern, und jetzt wird der Dollar stärker, und gleichzeitig kommt dazu, dass nicht nur die Stärke des Dollars eben praktisch die Schuldlast noch erhöht, sondern eben auch steigende Rohstoffpreise für ein Land wie die Türkei, die praktisch keine Rohstoffe hat, noch die ganze Geschichte schwieriger macht. Deshalb die türkische Lira schwer unter Druck. Dazu gleich mal mehr. Die Wall Street ist davon beeindruckt. Dazu kommen noch relativ schwache Zahlen, etwa von Home Depot. Auch dazu gleich mehr. Jedenfalls ist das ein Cocktail, der nicht so furchtbar berauschend ist. Die Dollarstärke allerdings ist dann wiederum gar nicht so schlecht für den DAX, der sich deutlich besser hält, auch andere europäische Indizes, als etwa die Wall Street. Denn der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem, so ist ja ein Leitspruch in den USA. Jetzt ist ja der Problem, ist der Dollar auch das Problem der Wall Street, denn starker Dollar heißt für die sogenannten Multinationals, für die international agierenden US-Konzerne eben weniger Dollar-Einnahmen. Mithin also gut für Europa, schlecht für die USA, für die US-Unternehmen und schlecht vor allem für die Emerging Markets. Das ist im Grunde die heutige Erzählung. Die Märkte haben jetzt nochmal so die Hand vor die Augen gehalten und gedacht, man sieht mich nicht, aber irgendwann ist eben doch der Erkenntnisprozess nicht mehr abzuwenden, so eine Art Transformation des Gehirns, die da stattfindet an den Märkten, dass eben die Zeit des billigen Geldes vorbeigeht und dass das einfach Implikationen hat, dass es einfach nicht wirklich gut ist, in Dollar verschuldet zu sein, hohe Schulden zu haben, wie ein Unternehmen wie Tesla etwa, sondern dass es besser ist, wenn man eben nicht verschuldet ist. Wenn Geld teurer wird, ist eben es keine gute Idee, hohe Schulden zu haben. Schauen wir uns die Charts mal an, dann werden wir sehen, was da so der Fall ist. Wir sehen hier zum Beispiel den DAX, der sich ja sehr, sehr gut heute hält. Wie gesagt, wie andere europäische Indizes, der Dollar ist das Problem eben derzeit nicht des DAXes. Der kann sich hier nach wie vor in Sichtweite der 13.000er Marke halten. Nach oben ist die Luft dünn, gar keine Frage, aber nach unten will er noch nicht. Das wird er vielleicht müssen, wenn die Amis weitermachen, da wo sie heute angefangen haben, nachdem es ja 8 Tage in Folge nach oben ging bei den US-Indizes. Unter dünnsten Umsätzen sehen wir jetzt bei der heutigen Schwäche deutlich anziehende Umsätze. Auch das ist wieder typisch. Wir sehen den S&P jetzt bei 2712 Punkten. Wäre eigentlich logisch, wenn der Index mindestens die 2700 Marke und die 2695er Unterstützungszone so zwischen 2,695 und 2,7, da ist Unterstützung, dass der S&P zumindest da nochmal hinläuft. Wenn wir uns den Dow anschauen, dann sehen wir hier, dass wir im Grunde hier die März-Hochs nochmal eingestellt haben. Hier sind wir im März schon mal gewesen. Jetzt sind wir fast 300 Pünktchen tiefer, als wir jetzt im Verlaufshoch eben an der 25.000er Marke waren. Und interessanter vielleicht ist noch der Nasdaq, der aktuell bei 6.875 Punkten hantiert, schwächster Index der großen US-Indizes ist, und hier deutet sich möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation an mit den Schultern im Bereich 7.000, dem Fake-Ausbruch, den wir dann im März ja nochmal gesehen hatten bei 7.200. Also das ist jetzt die Frage, wenn wir hier etwa unter 6.770 fallen, dann könnte diese
dieses Szenario durchaus eintreten. Schauen wir uns aber jetzt die Dollar-Story an. Dann sehen wir hier den Euro 1,1861 kann sich wieder erholen. Aber wir haben hier gleichwohl heute ein neues Jahrestief gesehen, wie bei so vielen Währungen, die gegen den Dollar gehandelt werden. Die 1,20 war die Widerstandsmarke, die gehalten hat, kam der die Gemeinschaftswährung nicht drüber hinaus. Wir sehen diesen massiven Bump-up beim Dollar, fast in Richtung 93,30 unterwegs gewesen. Jetzt kommt er wieder ein bisschen zurück. Wir sehen eben Schwäche hier, vor allem in der türkischen Lira. Booms, da ging es nach oben, nachdem Erdogan in einem Interview heute gesagt hat, er werde wahrscheinlich nach den Wahlen im Juni mehr Einfluss auf die Geldpolitik nehmen. Und da schauert es den einen oder anderen. Erdogan hat im selbigen Interview auch gesagt, es ist schlicht so, dass hohe Zinsen eben inflationär sein, weil die Kreditkosten dann eben hoch sein. Das ist eine ganz besondere Logik. Faktisch ist es ja so, deswegen erhöhen ja die Notenbanken die Zinsen, wenn die Inflation hoch ist, wie in der Türkei, knapp 11%. Sie erhöhen die Zinsen, weil eben dann weniger Kredite vergeben werden und damit weniger Geldmenge entsteht, damit weniger Preisauftriebe entstehen etc. etc. Also das ist sozusagen auch eine Erdogan-Story. Wie gesagt, die Türkei hochgradig abhängig von Kapitalimporten, hochgradig abhängig von Rohstoffimporten und hat eine Party gefeiert, die jetzt zu Ende geht. Und es ist sozusagen der Abschiedsschmerz von Erdogan, der hier ahnte, dass die Party wohl vorbei ist. Schauen wir uns noch den Vergleich, nein, hier erstmal den Ölpreis. 70,68 $, relativ volatil, ohne große Nachrichten, aber den Vergleich zwischen eben dem Dollarindex hier orange und dem schwarzen Chart, das ist Öl, da sehen wir einen Anstieg, der weitgehend parallel funktioniert und das ist sehr, sehr selten eigentlich und das erhöht, potenziert gewissermaßen den Schmerz. Wir haben hier den Goldpreis als einer der Kollateralschäden der Dollarstärke, Aufbruch der Trendlinie im schwarzen oder im Gold, im gelben Metall besser gesagt. Und wir sehen also jetzt, dass es da durchaus jetzt noch weiter nach unten gehen kann, wie auch bei Silber, by the way, 16,23 $ heute im Trade des Tages. Silber, eine Short-Position, die getriggert werden könnte. Schauen Sie da unbedingt mal rein, das könnte interessant und lukrativ werden. Und wir haben aktienseitig Stahl, zum Beispiel Thyssen, mit der schwächste Wert heute neben Merck im DAX Zahlen gebracht, die wirklich nicht so schlecht waren, aber es ist vor allem das nicht-europäische Geschäft, das doch sehr, sehr schwach war. Die Aktionäre schwer enttäuscht, gut 5% ging es nach unten geht es auch für Tesla, nachdem Morgan Stanley, die eigentlich Elon Musk und Tesla sehr gewogen sind, heute ihr Kursziel für Tesla deutlich nach unten genommen haben, wegen Schwierigkeiten bei der Model 3-Produktion, wegen der Umstrukturierung, die Elon Musk machen will. Und wir haben abschließend Home Depot, die so ein bisschen die Laune heute verdorben haben an der Wall Street. Home Depot, ja, so eine amerikanische Baumarktkette, die Verkaufserlöse waren enttäuschend. Es heißt, das Wetter sei schlecht gewesen, ist klar, wenn das Wetter schlecht ist, geht keiner in den Baumarkt. Das haben wir doch schon lange gewusst, wie das Wetter an den Märkten wird. Und das wird wesentlich davon abhängen, wie der Dollar sich weiterentwickelt wird. Der Dollar ist der schwarze Schwan der Märkte, ist sozusagen das Folterinstrument, ist das, was denjenigen, die meinen, dass die Party unbegrenzt weitergeht, eben die Party deutlich verdirbt, indem er eben zeigt, nein, die Party ist vorbei, Geld wird teurer und damit auch die Liquiditätsexzesse an den Märkten. So einfach ist es manchmal. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Bis dann, ciao.